Also ich bin auch nicht bewertungs- und urteilsfrei. Nur je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr lässt man los, umso bewertungsfreier. Und das ist ein Spiel. Und urteilsfreier wird man. Denn im Grunde genommen aus der Sicht von allem, was ist, ich nutze jetzt bewusst nicht mehr den Ausdruck Gott, um deinen Verstand, deinen Denker da nicht mehr noch herauszufordern. Aber wenn wir uns auf den Namen einigen, dass alles, was ist, das ja alles erschaffen hat hier, für dieses alles ist auch alles gleichgültig. Nicht im Sinne von egal, sondern im Sinne von alles hat seine gleiche Gültigkeit. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir zur Seelenfreude-Challenge Tag 13. Wie war dein Wochenende? Wie war dein Tag gestern? Und wie ist dein Gefühl, jetzt heute nochmal in eine neue Woche zu starten? Ich habe dir heute etwas mitgebracht, was vielleicht eine kleine oder vielleicht auch größere Herausforderung für deinen Denker, für deinen Verstand sein könnte, schon mal so als Vorwarnung. Ich habe da einen Satz mitgebracht, mit dem du heute schwanger gehen darfst, was so vielleicht den Verstand, den Denker ein bisschen sprengen wird. Oder er da vielleicht nicht mit im Boot sein wird. Kleine Warnung schon mal vorab. Schau mal, mit unseren Gedanken erschaffen wir uns im Außen unsere Realität. Nichts und niemand anderes. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hilke. Mit unseren Gedanken und mit nichts und niemand anderes erschaffen wir uns im Außen unsere Realität. Das ist das eine. Und unsere Gedanken resultieren ja aus unseren Glaubenssätzen. Aus dem, was wir glauben, entstehen ja unsere Gedanken. Und diese senden wir dann aus und erschaffen uns so unsere Realität im Außen. Teilweise bewusst, der größte Teil unbewusst. Okay? Und diese ganzen Glaubenssätze und Prägungen, die wir in uns haben, das kannst du dir so vorstellen wie Dateien, wie bei einem Computer. Jedes Mal, wenn wir eine Erfahrung machen, legen wir eine Datei an und die wird dann irgendwo in unserem Köpfchen in deiner Schublade abgelegt. Guten Morgen, liebe Birgit. Schön, dass auch du dabei bist, live. Und diese Schubladen, diese Bewertungen, was da so in unserem Gehirn abgespeichert ist, wenn wir dann in unserem Leben ähnliche Erfahrungen machen, wunderschönen guten Morgen, liebe Gabi. Wenn wir in unserem Leben dann ähnliche Erfahrungen machen, dann öffnet sich diese Schublade, diese Datei, wird wieder zusätzlich beschriftet und schließt sich nochmal. So kannst du dir das vorstellen, bildlich dargesprochen, wie bei einem Computer. Ganz viele Dateien, die im Hintergrund ablaufen, wenn ich mit dem Computer arbeite, mit unseren Glaubenssätzen. Und aufgrund dieser Dinge erschaffen wir uns ja so eben im Außen unsere Realitäten. Wir sind ständig dazu, Dinge, Situationen zu bewerten und zu beurteilen. Mal ein Beispiel: Wir sind irgendwo bei einer Familienfeier. Auf dem Heimweg dann anschließend mit unseren engsten Familienangehörigen. Und dann sind wir dazu geneigt, gerne auch schon mal über andere, die wir da schon ewig nicht mehr gesehen haben,
zu bewerten und zu beurteilen. Oder das andere klassische Beispiel, was ich insbesondere am Arbeitsplatz ganz, ganz arg erlebt habe, dass man Kollegen, Kolleginnen bewertet und beurteilt. Also über sie spricht irgendwas Bewertendes und Beurteilendes. Man würde das so in dieser Variante ja dann nicht unbedingt von sich geben, wenn diese Person auch direkt dabei wäre. Also, und mit diesem Bewerten und Beurteilen legen wir jedes Mal Programme an. Und so haben wir ganz viele Programme angelegt, durch dieses Bewerten und Beurteilen, aber auch Programme angelegt und übergestülpt bekommen, so Deckel hier drauf. In unserer Kinderstube, durch unser Umfeld und später dann eben im Laufe des Erwachsenendaseins selbst Programme angelegt, wie etwas zu sein hat im Außen. Okay? Beispielsweise auch Wochenende ist Wochenende. Jetzt mal diejenigen, die irgendwo im Wechseldienst arbeiten, da gehört Wechseldienst dazu. Aber Wochenende ist Wochenende und von Montag bis Freitag ist dann wieder eine Arbeitswoche angesagt. Und montags morgens geht man wieder zur Arbeit, arbeitet x Stunden und abends kommt man heim und so ist man in dieser Mühle, sag ich jetzt mal, drin. Und so verdient man sein Geld. Da gibt es halt auch welche, die selbstständig sind, die selbstständig dann selbst und ständig aktiv sind und ganz, ganz viele Stunden abrackern müssen. Bei vielen Selbstständigen ist das ja so ein Glaubenssatz, selbst und ständig im wahrsten Sinne des Wortes zu arbeiten und dem Geld nachzurennen. Und ja, was kann ich dir noch so als Beispiel bringen? Dass es am Monatsersten Geld gibt oder zum Mitte des Monats Geld gibt, dass man eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen im Jahr hat, dass auch Geld begrenzt da ist, dass man Monat für Monat auf ein neues arbeitet, um Geld zu generieren, um Geld zu bekommen und diese Dinge. Also du merkst, ich bin ganz vorsichtig mit meiner Ausdrucksweise hier, um ganz vorsichtig deine Denker, deinen Verstand doch vielleicht ein bisschen mit ins Boot zu bekommen. Bei dem, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Und so machen das alle oder der Mainstream, die meisten machen das so. Und deshalb glauben wir auch, dass das so sein muss, dass wir gar keine andere Wahl haben, dass es gar nicht anders geht. Und wenn dir dann jemand erzählt, hey, es geht auch anders, so die Pippi-Langstrumpf-Mentalität, von der ich ja auch gerne spreche, ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt, dann kommt so ein bisschen Widerstand auf. Das kann doch nicht sein, wenn es so einfach wäre, würden es doch alle machen. So einfach kann es doch nicht gehen und. Also diese Dinge kommen da auf und dann stellen wir es wieder in Frage, wir fangen wieder an zu zweifeln. Und im Übrigen, wenn wir anfangen zu zweifeln, dann machen wir hier bildlich gesprochen Schubladen auf von Mustern, von Prägungen, von Bewertungen, von Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, die wir irgendwann mal selbst angelegt haben oder übergestülpt bekommen haben. Also einfach als kleines Kind hier offener Trichter in unser Unterbewusstsein, in unser Unbewusstes haben absacken lassen. Ja? Und ich habe zurzeit wieder ein Buch in der Hand und das liefert so eine tolle Vorlage an einer Frage, die ich dir gerne jetzt mal weitergebe, mit der du gerne mal schwanger gehen kannst. Das Buch ist von Gary Douglas und Dane Heyer, ist mit dem Titel Geld ist nicht das Problem, sondern du. Und da ist eine interessante Frage drin, die du auf alle deine Lebensbereiche anwenden kannst. Und du damit eben auch alles, was du bislang an Realität im Außen vorfindest, in Frage stellen kannst. Ob das wirklich so sein muss oder ob es auch anders sein darf oder kann. Ob du bereit bist, auch anderes anzunehmen, zu empfangen, als deine Lebenswirklichkeit zu kreieren und anzuerkennen.
Und das fängt auch damit an, dass du dich selbst mal damit dafür anerkennst, was für eine großartige, wunderbare Persönlichkeit du bist. Du bist eine Schöpferin, du bist ein Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit. Und wenn ich dir jetzt sage, du bist Gott, Gott erschafft, dann kommt schon wieder so was im Hinterkopf, im Kopf überhaupt auf, wie ich bin Gott, ich kann nicht Gott sein. Nee, wer bin ich denn schon? Ich kann mir doch nicht anmaßen, Gott zu sein. Doch, du bist Gott, du bist Göttin. Du bist ein Teil des Ganzen. Und ein anderer Ausdruck dafür ist auch Gott, der die Welt, der alles erschaffen hat. Wir haben nur auch darüber wiederum Prägungen, Bewertungen und Beurteilungen durch unsere Religionen, die im Übrigen ja auch von Menschenhand erschaffen wurden. Ich bin ja auch katholisch erzogen worden, bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, ich gehöre überhaupt keiner Kirche mehr an. Aber da sind ja auch viele Glaubenssätze und Prägungen in mir drin. Immer noch zum Teil, also ich bin auch nicht bewertungs- und urteilsfrei. Nur je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr lässt man los, umso bewertungsfreier, und das ist ein Spiel. Und urteilsfreier wird man. Denn im Grunde genommen aus der Sicht von allem, was ist, ich nutze jetzt bewusst nicht mehr den Ausdruck Gott, um deinen Verstand, deinen Denker da nicht mehr noch herauszufordern. Aber wenn wir uns auf den Namen einigen, dass alles, was ist, das ja alles erschaffen hat hier, für dieses alles ist auch alles gleichgültig. Nicht im Sinne von egal, sondern im Sinne von alles hat seine gleiche Gültigkeit. Und unsere Seele ist mal in diesem Körper hier inkarniert mit einem Seelenplan, um gewisse Dinge zu manifestieren, um gewisse Dinge zu erfahren, um gewisse Dinge zu realisieren im jetzigen Leben eben. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du vollkommen bewertungsfrei und urteilsfrei morgens aufwachen würdest, wie du das im Übrigen auch zum großen Teil als ganz kleines Kind gemacht hast, du bist morgens aufgewacht und es war alles für dich möglich. Du hast dir keine Gedanken gemacht, was heute nicht geht, wie du heute zu funktionieren hast, wie du heute zu sein hast, wie dein Gegenüber zu sein hat, sondern du warst einfach da. Völlig ohne Bewertungen und ohne Beurteilung. Das ist alles im Laufe der Zeit erst entstanden. Und jetzt kommt diese interessante Frage, wenn du mal alles in Frage stellst und mal morgens aufwachen würdest, ohne jegliche Bewertung und Beurteilung und ohne jeglichen Anspruch auch, wie heute etwas zu sein hat, wie der Tag heute zu sein hat. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und stehst ganz neutral auf mit einer Gleichgültigkeit. Alles hat eine gleiche Gültigkeit und lässt es dann einfach fließen, den Tag. Was wäre dann alles möglich heute? Die einzige Realität ist immer das Hier und das Jetzt, das Heute. Deshalb spreche ich nicht von gestern und schon gar nicht von morgen. Heute. Was ist heute dann alles möglich, wenn du völlig ohne jegliche Bewertung und Beurteilung aufwachst? Völlig neutral in den Tag startest, dass alles möglich ist. Und dieser Satz, der dir da so hilfreich ist, von Gary Douglas und den hier, was bist du absolut nicht bereit zu empfangen, das, wenn du dazu bereit wärest, sich als vollkommener Überfluss in deinem Leben manifestieren würde? Nochmal der Satz, lass den mal auf dich wirken und geh heute mal damit schwanger, wie man so schön sagt. Was bist du absolut nicht bereit zu empfangen, das, wenn du dazu bereit wärst, sich als vollkommener Überfluss manifestieren würde? Und dann lausch mal auf die Antworten, die da kommen.
Denn durch diese Bewertungen und Beurteilungen, was ich eben so versucht habe, was mir auch hoffentlich gelungen ist, dir so ein bisschen näher zu bringen, durch diese Bewertungen und Beurteilungen, wie etwas zu sein hat, unsere Ansprüche an etwas und unsere Schranken, die wir uns hier so deckeln, verschließen wir uns der Fülle des Universums, verschließen uns vollkommener Gesundheit, verschließen uns Fülle, verschließen uns vollkommener Leichtigkeit, Heiterkeit, Spiel, Spaß, Freude, Geld, bedingungsloser Liebe und, und. Wenn du mit diesem Satz heute schwanger gehst, wirst du, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du ganz sicher ganz interessante Dinge erkennen. Und da ist jetzt bitte auch nochmal die wirkliche Herausforderung, deinem Denker, deinem Verstand zu sagen, hier, nimm gegenüber auf dem Stuhlplatz und beobachte, sei auch mal wie ich jetzt ganz neugierig, was da an Informationen zu mir kommt, wenn ich mir diesen Satz stelle. Was bin ich absolut nicht bereit zu empfangen, das, wenn ich bereit dazu wäre zu empfangen, sich als vollkommener Überfluss manifestieren würde. Denn letzten Endes die Natur, das alles, was ist, außer wir Menschen, eben wegen unserer Bewertungen und Beurteilungen, es ist überall alles in Hülle und Fülle da in der Natur. Und die Natur gibt und empfängt auch. Die Natur gibt und empfängt gleichzeitig. Und wenn du dir erlaubst zu geben und auch vor allem zu empfangen, und zwar alles zu empfangen, was möglich ist, alles zu manifestieren im Außen, dass alles möglich ist, genauso wie die Natur, dann wirst du staunen, wie sehr dein Leben sich dann eben auch in eine andere Richtung bewegt. Denn damit erschaffst du dir, wenn du loslässt von Bewertungen, loslässt von Beurteilungen, loslässt von Schranken, die über dir gelegt sind, wie etwas zu sein hat, damit befreist du dich ganz enorm. Wird das ein bisschen greifbar? Lausch mal mit deinem Herzen hin, was dein Herz dazu sagt. Wenn du bereit bist, alles zu empfangen, was du aus ganzem Herzen möchtest, wirklich alles. Wenn du bereit bist, wie die Natur, alles zu geben und auch alles gleichzeitig zu empfangen. Was macht das mit dir? Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Schreib gerne im Laufe des Tages mal hier rein, was du da an Aspekten, an Gedanken. Geh mal ganz die Beobachterrolle, geh mal ganz in so eine interessierte Beobachterrolle, was da es in dir denkt. Weil wenn du in die Beobachterrolle gehst, was es bei diesem Satz in dir denkt, wirst du ganz spannende Erfahrungen machen und Erkenntnisse bekommen, auch zu Themen, die in dir verborgen sind, die du lösen kannst, die gelöst werden können, die gelöst werden möchten. Okay? Also, ich wünsche dir viel Freude heute mit diesem Satz und bin gespannt auf deine Erfahrung, die du damit machst. Hab einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen früh nochmal. Bis dahin, ciao!